mich frech, ab ins Bett. Es ist gemein. Nur Killer-Boy-Rats wissen, Schule nervt, wir sind cool. Wenn du auf dein Zimmer musst und dich packt der Fuß, dann sing ne 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 ne. Bei jemand übernachten? Bei wem willst du denn diesmal übernachten? Du warst doch schon bei all deinen Freunden. Einmal. Ja! Übernachten? Bist du sicher, Henry? Wer hat dich denn eingeladen, bei sich zu übernachten? Nicky, der ist neu hier. Aber ich dachte, Nicky magst du nicht. Naja, er ist nur ein bisschen komisch. Der Kuchen wird gebracht und die Ramsen singen laut. Oh, welch ein wunderbares Mahl, den König da erbaut. Cool. Darf ich? Bitte! Ach, von mir aus. Ja! Stell aber ja nichts Schreckliches an. Nein, Mama, bestimmt nicht. Ich stell was ganz, ganz Schreckliches an. Denn Nickys Eltern erlauben ihm einfach alles. Sind auch alle Kinder im Bett? Denn jetzt ist es wieder Zeit für unseren Mitternachtshorror-Gruselschocker. Wird bestimmt lässig. Also, Henry, ich möchte, dass du dich von deiner besten Seite zeigst. Ich wünsche keinen mitternächtlichen Anruf wie das letzte Mal oder das Mal davor. Holen Sie bitte Ihren Sohn ab! Und das Mal davor. Und das Mal davor. Und das Mal... Ja, schon gut, Papa. Ich hab's ja kapiert. Tadelloses Benehmen. Ich mein's ernst. Ich will keinen Anruf von Nickys Eltern, weil ich dich wieder abholen soll. Buongiorno! Ich bin Henry. Oh, willkommen, Henry! Willkommen, Henry! Willkommen, Henry! Und Nicky hier? Wo sonst? Brav, Jungs, brav. Oh, lass dich nicht von unseren Babys stören. Nicky! Mein kleiner Freund ist da! Auch nicht von meiner Gemahlin. Sie wärmt sich nur fürs monatliche Opernkaraoke auf. Lotto, da bist du ja, Henry. Beachte sie einfach nicht. Sie denken, sie wären cool. Cool! Deine Eltern sind ganz schön, laut. Ja, sie haben da so ihre eigene Lebensvorstellung. Um wie viel Uhr müssen wir ins Bett? Na, wann wir wollen. Ich mach meine eigenen Regeln. Cool, nicht wahr? Obercool. Da hast du ganz schön Glück. Ja, außer dass es langweilig ist, die eigenen Regeln zu brechen. Und das ist meine kleine Schwester, Lilly. Ich hab dich lieb, Henry. Igitt! Du bist der Erste, der bei mir übernachtet. Also, was sollen wir jetzt machen? Wir könnten die Küche plündern. Oh, das klingt gut.
Mit was sollen wir anfangen? Wo versteckt deine Mama die Kekse? Hier, fang! Aber so ist das irgendwie kein richtiges Plündern. Oh, soll ich sie irgendwo verstecken? Rigoletto, gib das sofort wieder her! Tut mir leid, Henry. Vielleicht später. Lass uns lieber irgendwas anderes machen. Ja, cool, oder? Henry, ich würde lieber... Aufpassen. Das Bett ist kaputt. Jetzt schon? Wir könnten eine Kissenschlacht machen. Die haben die Hunde zerbissen. Und wo sind deine Spielsachen? Haben die Hunde zerbissen. Autos? Die Hunde. Comics? Die Hunde. Hast du irgendwelche Spielsachen dabei? Nein. Die habe ich vergessen. Sehen wir uns doch Rapper Zepper an. Woher du schießt bloß kein Eigentor? Was hat er gesagt? Rapper Zepper hat gesagt, alle Aliens müssen sterben. Glaube ich. Die Aliens? Welche Aliens? In dieser Folge kommen doch gar keine Aliens vor. Oh, na endlich. Stimmen für die Schlussarie. Können du und dein kleiner Freund uns aushelfen? Ihr könnt die singenden Elfen sein. Ach, Mami, ich war beim letzten Mal schon eine singende Elfe. Tut mir leid, aber ich müsste schon längst im Bett sein. Gute Nacht. Tür auf. Was ist denn? Hast du Angst? Nein, ich habe vor gar nichts Angst. Aber ich sollte schon längst im Bett sein und... Naja, du hast gesagt, wir können unsere eigenen Regeln machen. Ach ja, stimmt. Hey, habt ihr einen Rasensprenger? Ja. Und einen Schlauch? Ja, aber... Die Hunde? Die Hunde. Dann lass uns einfach schlafen. Hören die niemals auf. Manchmal kann ich besser einschlafen, wenn das Radio läuft. Oh ja, das ist viel besser. Auch noch Pippi. Du schaffst das, Henry. Henry, nimm einen großen Bissen. Oh.
Uhr? Oh, das ist ein neuer Rekord. Es tut mir leid wegen Henry. Papa, ich bin's. Henry? Papa, komm und hol mich.